ihr habt jeden Tag die Übungen gemacht, jeden Tag eine Übung mehr, dann beginnt man das erste Mal ein bisschen richtig in Spagat zu gehen. Dazu braucht ihr zwei Hilfsmittel. Ich habe hier Yoga-Klötze. Genauso gut gehen zwei dicke Bücher oder zwei Rollen Klopapier oder zwei kräftige Nudelverpackungen oder was euch sonst einfällt, irgendwas Stabiles. Ihr stellt es links und rechts hin. Und jetzt ist es wichtig, die Hände bilden ein Tor. Ein Bein weiter vor, eins weiter hinten. Wir stützen uns erst hier ab und jetzt gehen wir erst langsam runter. Genau. Und wir schauen drauf, dass wir hier bleiben. Wir halten uns oben. Das ist jetzt wichtig für alle, die fortgeschritten sind und schon anders einen Spagat öfter gemacht haben. Wenn wir hier sind, dann haben wir immer ein bisschen vorgebeugt. Deswegen nehmen wir die Klötze, damit unser Rücken gerade bleiben kann. Und wir gehen hierher. Und wenn es dann geht, dann könnt ihr natürlich die Klötze auch hierher nehmen. Aber achtet darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Und dann könnt ihr natürlich auch weiter runtergehen.